Morgen, Leute. Halb sechs. Und wir fahren jetzt los in den Urlaub. So, und willkommen zur Voice-Over-Stimme. Ihr werdet mich wahrscheinlich jetzt öfter hören, weil ich während den Videos nicht so oft meine Stimme gefilmt habe, sondern eher die Aussicht. Und dann fangen wir erstmal an mit dem Zähneputzen. Ganz wichtig. Dann nur noch Koffer schnappen und dann ging es auch schon los. Einmal fix den Zaubertrick benutzen, den ich immer benutze. Und los geht's. Ich wollte euch unbedingt den Sonnenaufgang zeigen, weil der war einfach so schön. Und dann waren wir eigentlich auch schon da. Was schüttet hier? Das Wetter war am ersten Tag nicht so grandios. Deswegen sind wir dann schnell mit dem Auto noch was zu essen holen gegangen. So, wir sind da und wir haben hier unser Essen. Ich habe mir China-Nudeln geholt. Ich habe irgendwie zwei Gabeln. Und wir werden jetzt essen und dann werden wir noch ein bisschen nichts tun, mal gucken. Und morgen geht's weiter. Hier noch eine sehr unnötige Zeitrafferaufnahme von mir, wie ich Fall Guys spiele. Ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Ihr habt es gleich geschafft, keine Sorge. Oh Leute, jetzt kommt die Sonne nochmal raus. Aber guckt mal. Es nieselt so richtig schön irgendwie. Boah, die Sonne da hinten ist so schön. Wow. Hatte ich zwar eigentlich selber vertont, aber im Hintergrund lief leider Galileo, deswegen muss ich es nochmal betonen. Also das hier ist unsere Wohnung. Man kommt hier rein. Dann hat man erstmal ein kleines Bad und dann nochmal ein großes Bad. Dann ist da mein Zimmer mit meinem Bett und meiner Playstation, die ich von zu Hause mitgenommen habe. Und noch ein extra Bett, das ich nicht brauche. Mein Schrank, in dem ich eigentlich nichts eingelagert habe. Dann im Flur ein paar Schuhe und hier das Zimmer von meinen Eltern. Und dann ist hier Wohn-Essbereich, wo dann natürlich der Fernseher lief, deswegen konnte ich das nicht benutzen. Und hier die Küche. Und dann natürlich noch der Balkon, den habt ihr aber gerade schon gesehen. Nacht. Tag 2. Okay, Leute. Kurze Wettercheck. Einmal ausgucken. Sehr schönes Wetter. Ich habe mich schon angezogen. Ich habe mir eine lange Hose mal angezogen, aber ich muss noch gucken, ob ich die nicht wechsle. Ja, ich habe sie gewechselt. Heute haben wir uns dazu entschlossen, wahrscheinlich mal an den Strand zu gehen, weil heute so einer der besten Tage sein soll. Und dann sind wir auch schon los zum Strand gefahren. Und ja, schon wieder eine Zeitrafferaufnahme. Dieses Mal aber deutlich kürzer. Ich glaube, die Originallänge war irgendwie über eine Minute, weil wir echt lang gefahren sind. Deswegen ein bisschen verkürzt. Ah, Enten, Baby. Und dann waren wir am Strand. Es war so schön ruhig. Da waren zwar recht viele Leute, aber das Wetter war eigentlich ideal.
alles war ideal, bis dann die ganzen Möwen ankamen und irgendeine Frau ein Brötchen gestohlen haben, wie man hier sieht. Ja, da. Die hat es geklaut und dann haben sie sich in der Luft rumgeprügelt und sind dann irgendwie abgestürzt oder so. Ja, man hat es dann leider nicht mehr so gut gesehen, weil der Junge genau davor laufen musste, aber naja, so ist es halt. Dann haben sich meine Eltern einen Döner geholt und ich ein Krabbenbrötchen. War sehr lecker. Und dann ging es auch schon zurück, aber nicht ganz zurück, denn wir sind noch zu einem anderen Strand gefahren. Den habe ich dann nicht mehr gefilmt, aber das war die Hinfahrt. Abruptes Ende, aber Tag 3. Morgen. Ich habe gerade gemerkt, ich habe schon wieder vergessen, gestern Abend Nacht, gute Nacht zu sagen. Aber heute ist das Wetter. Bisschen durchlüften, einmal kurz den Wettercheck machen. Jetzt ist mein komplettes Handy nass. Nein, ich habe kein Corona, ich klinge morgens immer so. Ja, also Wetter heute regnerisch, grau, kalt, 21 Grad mit Wind. Ja, ich mache hier mal wieder zu, sonst wird hier drin noch alles nass. Ich mache hier oben den. Ach, der ist schon offen. Okay. So. Wir frühstücken jetzt und dann fahren wir wahrscheinlich in ein Einkaufszentrum, weil es ja heute jetzt regnet. Ja. Und dann sehen wir uns nach dem Frühstück wieder. Hier ein kleiner Outfit-Check, was ich an dem Tag getragen habe. Alles lang, weil kalt. Im Einkaufszentrum angekommen, wollte ich hier nur einmal kurz die Blumen zeigen, weil die waren sehr schön. Dann habe ich mir hier diesen ganzen Jogginganzug gekauft, weil ich fand den sehr schön und bequem. Dann haben wir ein lecker Eis gegessen. Und ich habe auch gleich noch was für die wandelnden Blätter gefunden. Und zwar ist es diese kleine Sprühflasche hier, damit ich dann logischerweise die Luftfeuchtigkeit oben behalten kann und damit es nicht so komisches Plastikding ist, habe ich extra eins aus Glas genommen, was ein bisschen hübscher aussah. Und ich habe mir noch einen Lolli mitgenommen. Und ja, das hier, keine Ahnung, was das ist. Und ja, genau. Hey, ich melde mich auch mal wieder. Es ist schon 11:45 Abend. Hab hier meinen Wassereis noch. Jetzt gleich ins Bett. Wollte ich aber vorher noch zeigen, was ich heute so gekauft habe. Ja, zeige ich euch jetzt. Also erstmal gestern oder vorgestern, weiß ich genau, als wir am Strand waren, da habe ich so ein paar Sachen gefunden. Ich habe solche Glasscherben und hier habe ich auch so Porzellanscherben. Halt alles aus dem Meer. So kleine Muscheln. Und Schnäckchen und Glas. Ja. Weil ich hatte so eine Idee, so ein Geschenk selber zu machen. Aber das muss ich noch gucken. Habe ich dieses Sprühding, das habe ich ja schon gezeigt. Dann diese Hose, die habe ich jetzt schon an. Ich finde, die ist so bequem. Die war von H&M. Genauso wie das Oberteil, aber das habe ich euch auch schon gezeigt. Und dann habe ich noch. Dieses T-Shirt hier. So. Das ist ein weißes T-Shirt mit so einem Porträt drauf. Und dann habe ich mir noch für die Schule so eine Mappe. Ja. Das war's, glaube ich. Dann würde ich sagen, gute Nacht. Tag 4. Guten Morgen. Ich habe hier meine schöne Jogginghose an, weil mir war heute Morgen ein bisschen kalt.
Und deswegen habe ich eine Jogginghose angezogen. Aber wir fahren jetzt gleich oder in einer halben Stunde los zum Hansapark. Das wird cool. Aber ich weiß irgendwie nicht, was ich anziehen soll. Weil das Wetter ist eigentlich ganz gut, aber mir ist irgendwie kalt. Ich glaube, ich ziehe eine Leggings an und ein T-Shirt und nehme eine Jacke mit. Ja, dann sehen wir uns, wenn wir losfahren. Vorfreude, woohoo! Dann sind wir auch schon angekommen. Ging zwar nicht so schnell wie im Video, aber geht recht schnell. Ich habe zwar nicht so genau mitgenommen, was ich alles gefahren bin, aber das war auf jeden Fall die erste Achterbahn. Und das war dann die zweite Achterbahn, das war so eine Art wilde Maus. Dann bin ich die hier gefahren. Das sieht man gleich hier noch ein kleines TikTok dazwischen geschnitten. Ich weiß auch nicht warum. Aber die hier, genau, die bin ich 4-mal insgesamt gefahren. Das ist auch eine meiner Lieblingsbahnen, weil die einfach richtig cool ist. Dann gab es natürlich Essen. Da war gerade jetzt die Wasserbahn. Da bin ich nasser geworden, als ich gedacht hätte. Und dann hat es ein bisschen angefangen zu tröpfeln. Deswegen war es gar nicht so cool, dass ich da so nass war. Aber ja, das hat dann zum Glück recht schnell wieder aufgehört. Mal kurz lauschen. Sehr windig. Ja. Hat sehr schnell zugezogen, aber genauso schnell ist dann auch wieder heller geworden. Hey, wieder ein bisschen Zeitraffer, aber das muss auch mal sein. Das hier war nämlich die Parkrundfahrt mit so einer kleinen Bimmeleisenbahn. Die hat 4-mal, glaube ich, gehalten, deswegen sind da immer so kleine Cuts drin. Aber das dauert nicht so lange. Die ist nämlich eigentlich nur einen recht kleinen Kreis gefahren. Aber die muss man auch mal mitfahren. Da war wieder die Großachterbahn, die ich gefahren bin. Da hier überall, hier nicht mehr. Und gleich sind wir wieder beim Bahnhof. 3, 2, 1. Ich fahre jetzt mit dem. Ich war eigentlich gar nicht so aufgeregt, weil dem bin ich schon sehr, sehr oft gefahren, auch früher. Und dann war es leider schon wieder vorbei. Es ging so schnell rum, aber war ein sehr, sehr schöner Tag. Hey, Tag 5. Hey, guten Morgen. Tag 4, 5, weiß nicht genau. Heute ist auf jeden Fall Freitag. Und hier kurzer Outfit-Check. Lange Hose, Pulli, weil mir ist kalt. Ich gehe jetzt noch Zähne putzen und dann fahren wir in ein Outlet. Ja, also bis gleich. Ich habe mir im Endeffekt nur Schokolade gekauft. Das war es zum Glück noch nicht, weil sonst wäre es ein bisschen langweilig gewesen. Wir waren dann billig und dann war es eigentlich ganz schön, aber irgendwie hat es dann auch richtig geregnet. Dann sind wir noch nach Lübeck gefahren. Hier ein kleiner Zusammenschnitt. Zack, 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 zack. Und dann habe ich mir hier noch einen Pulli gekauft. Den fand ich nämlich, der war einfach so ein Eyecatcher. Ich habe den direkt gesehen und dachte mir so, den brauche ich, weil es gab dazu halt auch noch das passende T-Shirt. Deswegen muss ich dann beides kaufen. Und dann habe ich mir zum zweiten Mal in meinem Leben einen Bubble Tea geholt. Der war sehr lecker. So, es ist jetzt 9:30 und ich werde jetzt noch ein bisschen das Video jetzt so schneiden von den Aufnahmen, die ich jetzt schon habe. Und ja, vielleicht melde ich mich nochmal, vielleicht auch nicht. Und dann sehen wir uns spätestens morgen wieder. So, es ist jetzt 10:30. Und ich bin immer noch nicht ganz durch mit dem Schneiden, deswegen mache ich jetzt noch fertig und dann gehe ich ins Bett. Ich habe an dem Tag noch bis 11 Uhr geschnitten und ja, 6. Tag. Guten Morgen. Ich komme gerade selbst zum ersten Mal raus. Gut.
Ich lasse mal das Fenster offen. So. Okay. Ich weiß noch nicht genau, was wir heute machen. Aber wir finden bestimmt irgendwas. Ja, ich melde mich wieder, wenn ich weiß, was wir machen. Und los geht's wieder mit dem Voice-Over. Hier das Outfit des Tages. Dann waren wir da am Strand. Ich war unter meinem Handtuch verbuddelt. Hab einfach mal eine Aufnahme gemacht. Wollte eigentlich den Himmel zeigen, aber hat irgendwie nicht fokussiert. Am Strand aus sind wir dann noch zu einem Supermarkt gefahren. Und zwar zum Jawohl, falls ihr es euch nicht vorstellen könnt, was das ist. So sieht der von innen aus. Es ist halt einfach ein großer Laden, wo es eigentlich alles gibt. Und ich habe eine Vase gefunden für die wandelnden Blätter. Die hat 3 Löcher, damit man da 3 Stiele reinstecken kann. Und dann waren wir noch an einem Hafen. Der war auch sehr schön. Da gab es ein sehr leckeres Fischbrötchen. Dann habe ich neue Bekanntschaften gemacht. Und noch mehr Bekanntschaften. Und noch mehr Bekanntschaften. Dann gab es da auch noch so einen komischen Stein, der sich die ganze Zeit im Kreis gedreht hat. Aber nicht richtig gesehen, wo er im Wasser aufgelegen hat und wo nicht. Fand ich sehr faszinierend. Und noch mehr Bekanntschaften. Dann wollte mein Papa irgendwie zu dem Turm dahin, wollte fotografieren, hat irgendwie nicht funktioniert. Ich bin auf jeden Fall nicht mitgegangen. Und dann gab es Kühe. 7. Tag. Dann merkt ihr vielleicht, dass es schon ein bisschen später ist, weil es mir an dem Tag nicht so gut ging und ich eigentlich den ganzen Tag zu Hause geblieben bin, also in der Ferienwohnung. Aber wir waren den Tag dann nochmal am Strand und es war eigentlich ganz schön, abends nochmal. Dann habe ich ein paar Möwen oder Strandläufer, Wasserläufer, ich weiß nicht genau, wie die heißen. Aber diese kleinen Vögel, die so aussehen wie Möwen, nur in kleiner, habe ich ein bisschen gefilmt. War ja auch süß. Die habe ich sogar live gefilmt, wie sie sich geputzt hat. Wir waren gefühlt nur 10 Minuten am Strand und das habe ich alles gefunden. Und dann gab es auf einmal eine Krähenattacke. Also auf jeden Fall waren auf einmal sehr, sehr viele da. Und das war schon der letzte Tag. Jetzt gibt es noch die Rückreise. So. Ja, das war's auch schon wieder. Wir fahren jetzt los und dann sehen wir uns auf der Fahrt wieder oder halt zu Hause. Ciao! Und ich wollte nur nochmal sagen, dass unser Urlaub hier wirklich sehr, sehr schön war. Und sorry, dass ich gestern vergessen hatte zu filmen, weil mir ging es gestern nicht so gut. Ja, aber es war so schön. Wir haben auf der Reise nochmal einen Zwischenstopp bei Karls Erdbeerhof gemacht und ich habe mir diesen kleinen Schlüsselanhänger gekauft als Andenken. Und natürlich auch ein Lolli. Dann haben wir uns noch was zu essen geholt. Ich habe mir 2 Donuts geholt, einmal diesen blauen hier, der war sehr lecker, ohne Füllung. Und dann auch noch den weißen mit den roten Himbeerstücken, glaube ich, waren das. Der hatte sogar eine Füllung. War auch sehr lecker. Dann haben wir noch einen Stopp bei Starbucks gemacht. Das war das erste Mal, dass ich in meinem Leben bei Starbucks war. Ja. Und mit der Szene war es auch schon von unserem Urlaub. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn die Blätter dann einziehen. Bis dann!